Halt, stopp! Jetzt reicht es. Jetzt red ich. Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zur 87. Ausgabe von Freischnauze. Heute mit dem Thema die Kinderkeule. Und nein, liebe Pädophilen, es ist nicht das, was ihr denkt. Bitte geht wieder. Ist nicht euer Thema heute. Ja, was meine ich mit Kinderkeule? Hat jetzt schon mal irgendjemand an die Kinder gedacht? Och Gott, die armen Kinder! Ihr wisst, was ich meine. Die Kinderkeule wird immer dann rausgeholt, wenn man sich über irgendwas empören möchte und darauf keiner reagiert. Ne? Dann müssen halt wieder die Kinder instrumentalisiert werden. Egal wie lächerlich ein Thema ist, irgendeine Verbindung zu den armen, armen Kindern kann man immer wieder rausholen. Und dann wird die Kinderkeule rausgeholt. Und dann wird daran erinnert, dass die armen Kinder ja so zu leiden hätten. Ich finde dieses Verhalten einfach nur zum Kotzen. Ich meine, wenn es wirklich mal nötig ist, daran zu erinnern, wie zum Beispiel jetzt gerade mit dem ganzen Impfscheiß, dass Kinder auch geimpft werden sollen, da sehe ich natürlich ein, wenn da die Kinderkeule kommt, weil da sind die Kinder tatsächlich wirklich betroffen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagen wir, über Klima quatscht, ja, dann wird halt die Kinderkeule rausgeholt, weil einem sonst die Argumente ausgegangen sind. Ne? Man kann ja mit den Leuten heutzutage sachlich ja nicht mehr reden. Ne? Ist ja also nur noch so eine emotionale Schiene und keine Objektive mehr. Ne? Und jetzt wurde natürlich wieder eine widersprechen. Ja, Klima betrifft uns alle, Kinder können leiden auch darunter. Ja, wir alle leiden darunter. Da brauchst du die Kinderkeule nicht bringen, die ist schon inbegriffen. Ja? Aber muss man ja extra erwähnen, weil Kinderkeule ist natürlich klar, muss ja instrumentalisiert werden. Ne? Kinder, weil wir Kinder darfst du ja nichts sagen. Kinder sind Schutzbefohlene. Wer was den Kindern sagt, ist ja sowieso ein Riesenarschloch. Ne? Und herzlos sowieso. Die Kinder darfst du absolut nichts sagen. Da kann ja auch ein Kind mit dem Hammer in den Schienbein hauen. Ja, in der S-Bahn. Und wenn du ihm denn den Hammer wegnimmst und sagst, hör auf damit, dann kommt die Mutti an und sagt, ja, wie reden Sie mit meinem Kind? Was soll denn bitte? Bla, bla, bla. Ja, man darf sich sogar gegen Kinder notwehren. Ist tatsächlich so. Wenn zum Beispiel so ein Kind mit so einer Plastikschippe ankommt und ihn rüberdonnern will, dann hast du das Recht, diesen Angriff abzuwehren. Weil körperliche Unversehrtheit. Aber ist ja den Müttern und Vätern egal. Wenn du, ich wehre fest das Kind an. Aber dann ist ja was los, ne? Dann bist du ein Riesenarschloch. Ja, die Kinderkeule. Wird übrigens, ich habe das schon mal angerissen, gerade eben vor ein paar Sekunden, wird immer dann gebracht, wenn einem die Argumente aussehen und man sich moralisch überlegen fühlen will. Dann ist die Kinderkeule das beste Mittel aller Zeiten. Ist das beste überhaupt, ne? Deswegen auch dieser Running Gag mal bei den Simpsons, wenn die Frau von Reverend Lovejoy jedes Mal ankommt und sagt, hat denn jemand mal an die Kinder gedacht? Ja, das ist genau das Problem, was da beschrieben werden soll. Im Grunde habe ich schon dazu gesagt, was ich sagen wollte. Ja, aber jetzt ist gerade bei 3 Minuten, ein bisschen wenig. Ne? Aber im Grunde ist doch der Kern der Aussage. Ne? Die Kinder vorzuschicken, instrumentalisieren, um sich moralisch überlegen zu fühlen, wenn ihnen die Argumente aussehen. Ja? Ich finde dieses Verhalten absolut ekelhaft. Das ist einfach nur opportunistisch und ignorant. Na, ignorant nicht, das passt opportunistisch und egoistisch. Obwohl, opportunistisch schließt der Egoismus mit ein. Also opportunistisch ist schon einfach das Wort, was man braucht, um das alleine zu benennen. Das ist einfach nur opportunistisch. Und das auf den Rücken von Kindern auszutragen, finde ich absolut zum Kotzen. Ja, finde ich einfach nicht richtig. Man kann nicht bei jeder Scheiße, die hier passiert, immer irgendwie plötzlich die Kinder hervorholen. Ich kann leider keine Beispiele nennen, wo es extrem lächerlich ist, was das betrifft. Ich habe irgendwo was gelesen, da haben Kinder überhaupt nicht reingepasst und trotzdem kam da irgendjemand an und hat die Kinderkeule gebracht. Muss auf Twitter auch so gewesen sein, erstmal sowieso die Jang und Jebe. Wenn ihr mal da euch die Hashtags anguckt, dann kriegt ihr Kotzen, Alter, ehrlich. Da möchte man sein Handy am liebsten in Marianengraben schmeißen, damit man das nie wieder sieht, was dazu lesen ist. Ja? Und wie gesagt, sofort die Kinderkeule, obwohl sie nicht gepasst hat. Also, wie gesagt, guck mich an, wie toll ich bin. Ich mache mir Sorgen um die Kinder, die armen Kinder. Die sind wie im letzten Video schon gesagt, werden auch die Kinder schon daraufhin erzogen, dass sie später nur noch rumopfern. Weil sie halt lernen, dass Rumopfern natürlich die Ziele bringt. Ja? Also er sagt, ich kann euch mein Wort an die Masse draußen richten. Die hört auf, bei jeder Scheiße die Kinderkeule rauszuholen. Das ist einfach zum Kotzen. Oh Gott, das klang gerade so dermaßen falsch. Oh. Egal, ich habe dazu jetzt alles gesagt. Heute mal ein kurzes Freischnauze-Video. Mir fällt auch kein weiteres Beispiel mehr ein. Im Grunde habe ich schon alles gesagt. Wie gesagt, moralische Überlegenheit. Man will Bestätigung haben, wie toll man ist. Ja, Kinderkeule ist eine Instrumentalisierung für Opportunisten, die sich erstmal besser fühlen wollen und daraufhin auch die Bestätigung brauchen. Das ist meine Ansicht dazu. Und ja, das war Freischnauze für diese Episode. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da.
wenn ich dann das Recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.